Sabine Lösing, 1,5 Minuten, the floor, please. Vielen Dank. In Europa und weltweit nehmen Armut, soziale Spaltung und Ungerechtigkeit zu. Für viele Menschen stehen die Regierenden und ihre Politik durchaus zu Recht nur für die Vertretung der Interessen ökonomischer und politischer Eliten. Konsequenzen sind sozialer Absturz oder die Angst davor und der Missbrauch dieser Probleme durch rechtsgerichtete Parteien und Bewegungen. Trump und wie sie hier so heißen, lassen grüßen. Das kommt weder überraschend noch von ungefähr. Anstatt in Armutsbekämpfung zu investieren, für soziale Gerechtigkeit einzutreten und Menschen, die vor Krieg, Armut und Terror fliehen, wirksam zu schützen, verschleudern sie hier Steuergeld an Waffenschmieden, an Forschung für Kriegsgerät, rüsten die Grenzen Europas auf und zwingen Menschen in Armut und Verelendung. Entwicklungshilfe an Bedingungen dieser Politik zu knüpfen und Deals mit Regierungen, für die Menschenrechte keine Bedeutung haben, sowas ist eine Schande für eine Union, die sich stets auf ihre großartigen Werte beruft. Dieser Bericht und der Bericht zur Verteidigungsunion enthalten zu 90% wieder Geschenke und Zugeständnisse an die Eliten, an mörderische Rüstungs- und Waffenfirmen. Diese werden die Profiteure sein. Doch keine dieser Maßnahmen wird Stabilität und mehr wirkliche Sicherheit erzeugen. There is no alternative. Frau Thatchers viel zitierte Haltung zu Sozialabbau und Armut kennzeichnet auch die Haltung der EU-Militärunion, zur EU-Militärunion. Da erübrigt sich dann jede Debatte. Aber es muss eine Alternative zur Aufrüstung und militärischen Interventionen geben. Thank you.